Die Geschichte, die wir euch erzählen wollen, spielt im Jahre 1835. In Weinheim, wie in anderen Städten der Region, versammelten sich Studenten, Gelehrte und Bürger, um für politische Freiheiten zu kämpfen. Ludwig I. war damals König von Bayern und sein Sohn Otto wurde König von Griechenland. Ist alles nur der historische Hintergrund unserer Geschichte. In Wirklichkeit erzählen wir euch von etwas ganz anderem. Wie kann ich euch dienen, Gräfin? Wie kann ich euch erklären? Versucht es. Ihr kennt nichts von den vielen Schattierungen der Liebe, wisst nichts Naja. Von der Liebe zu einem Kind. Ich habe etwas Schreckliches getan. Aus Liebe. Jetzt straft mich der Herr, indem er mir alles nimmt und den leeren Raum in meinem Herzen mit Schuld belädt. Erzählt doch erst mal, was euch bedrückt. Wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? Die Begierde? Es ist die Schuld. Sie zieht hinab ins Dunkle. Sie trennt mich von allem, was mir lieb und teuer ist. Mein Kind, ihr müsst mir schon genauer erzählen, was euch bedrückt. Das hier ist mehr als ein Liebesdrama. Es ist die Geschichte einer Frau, deren Suche nach Liebe ganze Familien ins Unglück stürzte und für die Männer bereit waren, sich erschießen zu lassen. Meine Fürstin, das Zimmer ist bereit. Ich spreche von Lady Jane Digby. Thank you, Martin. Eine junge Frau, die für ihre Anmut und ihre Schönheit landesweit bekannt war. Der Maler Josef Karl Stieler malte sie im Jahr 1831 in München. 2 Jahre nachdem dieses Bild entstand, also 1833, zog Jane von München nach Weinheim. Ich bin so müde, um deine Zuneigung zu betteln. Du bist ein guter und einfühlsamer Ehemann. Aber warum kannst du mich nicht einfach lieben? Meine aufrechte und ehrliche Liebe ist dir doch sicher. Was brauchst du denn noch? Es geht ihr nicht ums Geld. Aber was will sie eigentlich? Ach, mein lieber Karl, ich kann die Wildblume im Sturm besser verstehen als die Lilie im sonnigen Park hinterm Schloss. Ich wünschte, es wäre anders. Lieber Ludwig, wenn du mich fragst, wie es mir geht, hier meine Antwort dazu. Benningen, mein Mann, hat einen noblen Charakter. Wir gehen, wie es die Welt nennt, gut miteinander um. Ich bin ihm höflich zugetan, kann ihm aber die verlangten warmen Gefühle nicht entgegenbringen. Das Unglück meiner Natur ist, dass ich die Liebe als Ganzes sehe. Ohne dieses Gefühl ist das Leben eine trostlose Leere. Ich habe gehört, dass du bald in Wien zugegen bist. Bitte grüße Schwarzenberg von mir. Deine Jane. Es kam zu einer Erfindung, die alles verändern sollte. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn entwickelte sich sehr schnell zu einem robusten, zugkräftigen und effektiven Transportmittel. Wir haben bei den Dampfloks aus dramaturgischen Gründen ein bisschen geschwindelt. Also
Der Adler, also der Zug, der von Nürnberg nach Fürth fuhr, war viel, viel kleiner. Heute wirkt er niedlich auf uns. Die Wagen, die er zog, sahen aus wie viele kleine Kutschen, die hintereinander gehängt wurden. Diese furchtbaren Dampfmaschinen, die jetzt überall auftauchen, diese Monster... Mutter, die Welt dreht sich weiter. Bald werden die Menschen in Eisenbahnen fahren, 3-mal schneller als eine Kutsche. Im Leben nicht. Solche Geschwindigkeiten hält die menschliche Seele nicht aus. Am Ende steigen lauter Verrückte aus diesen dampfenden Ungeheuern. Nein, das hat keine Zukunft. Die Menschen glaubten wirklich, dass die Seele eine Geschwindigkeit, die als doppelt so schnell wie eine Kutsche ist, nicht unbeschadet überstehen kann. Ja gut, wer konnte damals schon ahnen, dass wir heute mit Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometer durch die Gegend rasen? Doch verurteilen wir die Menschen von damals nicht. Gibt es nicht auch heute noch viele Zeitgenossen, die von abergläubischer Technikangst befallen sind? Wundervollen guten Morgen, die Damen. Wünsche, wohl geruht zu haben. Guten Morgen. Lady Jane hatte den griechischen Grafen Spiridou Theodoki in München kennengelernt. Und die beiden hatten sich heftig ineinander verliebt. Theodoki zog sogar nach Heidelberg und so ritt Lady Jane abends dorthin, um die Nacht mit ihm zu verbringen. Diese Dirne! Na! Hat mein Sohn gegen meinen Willen und gegen den Code Napoleon geheiratet. Sie hat ihm 2 Kinder angehängt. Ich musste sie loswerden. Aus Liebe. Deshalb schrieb ich heimlich einen Brief an den Grafen Theotoki und lud ihn zu unserem Ball ein. Ich wusste, dass die beiden, typisch für das Miststück, bereits in München ein Techtelmechtel hatten. Ihr habt Jane in die Untreue getrieben? Ich wollte das Feuer zwischen den beiden schüren, damit sie meinem Sohn durch ihre Untreue die Augen öffnet. Jane musste ein anstrengendes Parallelleben geführt haben. Nachts ritt sie heimlich zu ihrem Geliebten und im Morgengrauen kehrte sie dann zurück. Und da sie einmal im Wald einen Unfall mit einem eingeschlafenen Kutscher hatte und es dazu einen echten Polizeibericht gibt, wissen wir, dass sich das alles auch tatsächlich so zugetragen hat. Maria, die Schwiegermutter, wusste von dem Techtelmechtel der beiden. Sie lud den Grafen Theotoki für den 25. August 1835 nach Weinheim auf einen Ball ein, weil sie wusste,
dass Karl zu der Zeit bei der Eröffnung der Ludwigsbahn in Nürnberg sein wollte. Diese Schwiegermutter spekulierte nämlich darauf, dass Janes Verhältnis mit Theotoki auf dem Tanzball zum öffentlichen Skandal werden würde und sie somit die beiden endgültig verbannen würde können. Ob dieser perfide Plan wohl aufgeht? Ach, es hätte alles so schön nach Marias Vorstellungen funktioniert. Aber der liebe Gott hatte leider andere Pläne. Die Eröffnung dieser Ludwigsbahn wurde nämlich aufgrund juristischer Probleme auf den Dezember 1835 verlegt. Daher konnte Karl seine Rückreise viel früher antreten als geplant. Und so kam, was kommen musste. Der Ehemann kommt überraschend am Ballabend zurück nach Hause. Ja, der Klassiker. Lass sie gehen. Schließlich wollten Lady Jane und Theotoki in Richtung Stuttgart durchbrennen. Allerdings von Fenningen verfolgte die Kutsche, stoppte sie und forderte den Liebhaber zu einem Duell. Bitte wählen Sie Ihre Waffe. Fürst Karl von Fenningen hat Ihnen, Graf Theotokis, das Recht der ersten Wahl eingeräumt. Meine Herren, wir duellieren französisch. Ich zähle 5 Schritte. Auf 5 drehen Sie sich um und schießen eigenständig. Es ist nur ein Schusswechsel vereinbart. 1, 2, 3, 4, 5. Die beiden schossen vor der Kutsche mit Pistolen aufeinander, was damals schon längst verboten war, aber allgemein noch akzeptiert wurde. Der Liebhaber wurde schwer verletzt bei diesem Duell
Und nach den Regeln hätte Lady Jane eigentlich zu dem Gewinner des Duells, also zu ihrem Ehemann, halten müssen. Allerdings hat sie auch hier wieder die Konventionen gebrochen, sich des verletzten Liebhabers angenommen, hat ihn gesund gepflegt. Für Karl und seine Mutter muss die Anwesenheit Theotokis ein Martyrium gewesen sein. Das Ganze war ein Affront gegen alle üblichen Umgangsformen. Und dennoch gewährten sie ihm Bleiberecht. Jetzt kennt ihr meine Geschichte, Vater. Ich fühle mich schuldig am eigenen Sohn. Ein einziges Wort der Vergebung von ihm würde mir genügen. Aber es kommt nichts. Noch nicht. Die Liebe bläst sich nicht auf und sie sucht sich nicht selbst. Sie trägt Böses nicht nach. 1. Korinther. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't. It hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. Thank you.
happy. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here?